und willkommen zurück bei trübem Wetter. Es ist 11:30 und draußen ist es bewölkt und dunkel, wie als wenn es, weiß nicht, 18 Uhr wäre oder so. Ja, wir kommen in der ersten richtigen Hut von dem Add-on von Hexen. Und in dem Hub habe ich tatsächlich die meiste Zeit rumgespielt. Also hier kenne ich vieles. Nicht alles, aber tatsächlich vieles. Wow. Ja, genau. Hier lieber diese scheiß Viecher. Oh Gott. Aua. Och, leck mich doch am Arsch hier. Aua. Wieso kann er schießen, obwohl ich ihn angreife? So. Irgendwie hätte ich hier früher mal einen Trick benutzt. Ich weiß aber nicht mehr welche. Aua. Der beste Trick zum Beispiel, einfach random irgendwelche Treppen runterrutschen und den Gegner voll in die Arme rutschen. Das funktioniert immer. Okay, hier geht's nicht hoch. Runter, whatever. Und wie. Ich hatte doch hier irgendwas. Boah, ist schon alles schon so lange her. Hilfe. Was muss ich jetzt hier machen? Ist hier irgendwas, was ich übersehe? Wow. Nicht ganz voll einmal. Ah, Schwanz, Alter. Ah, welch schicker Key. Genau, jetzt kann ich hier durch. Den Key hab ich ja jetzt. Wow. Schau mal, da guck. So, hier muss man immer hochklettern. Da gibt es immer schicke Boni und dann konnte man die irgendwelche Sachen machen. Wo auch immer. Doch, das geht doch. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Fuck my life. Verstehe ich nicht. Gut, okay. Auf jeden Fall haben wir den ersten Key. So, und jetzt können wir einen Trick benutzen. Und zwar können wir, also ich habe es immer bisher so gemacht, man kommt jetzt quasi hier in eine Untermap rein, ne? Kennt man ja. Bam. Und jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Hat nämlich den Vorteil, dass ich jetzt einfach in die nächste Map gehen kann. Wow! Boah, Alter! Das heißt, ich gehe immer erstmal wieder in diese Map rein und hole mir quasi immer erstmal alle Schlüssel.
Das lief gerade nicht so wie geplant. Oh Mann! Ach du Kacke. Digga, wie wenig Leben hatte ich denn nur noch? Ja. Hab ich überhaupt gespeichert? Ich hab gar nicht gespeichert, was ich aussieht. Aua, 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 aua. Fick. Fick. Ja. Ne, hier war ich bereits mit dem Dammsichern. Geht doch. Aua! Das stirbt einfach als Strafe wenigstens, bitte. Geht doch. Mann, halten die viel aus. So. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile wieder ein bisschen... Oder? Wie lange spielen wir jetzt schon? Ich habe keine Ahnung. 3,5. Nee, kann gar nicht sein. Hä, hey, wie lange spielen wir denn? Gerade mal 10 Minuten. Ist meine Uhr kaputt? Okay. Dann spielen wir halt erst 10 Minuten. Dann spielen wir halt nochmal. Warum sind wir denn so aus dem Zeitplan raus? Ich hab keine Ahnung. Na gut. Macht nichts. Wow. Ach, das Viech hat uns gerade getroffen. Das ist ja nett. Leben, das ist ja ein Witz. Vielleicht sollte ich echt mal ein paar von diesen Flashcards einsetzen. Aber ganz ehrlich, 34% Leben ist eher so semi-gut. Ach komm, ganz ehrlich, ja. Ja, ich komme raus. Ui, da war noch rum. Ja, Sumpfgebiete sind eigentlich, wenn man weiß, wie man es macht, eigentlich relativ easy. Einfach mit Dauerfeuer langlaufen, schön langsam. Und dann kriegt man eigentlich die meisten garantiert weg. Gut. Das heißt, wir haben jetzt gerade den. Haben wir jetzt einen Sumpfkey bekommen? Ja, haben wir. Das heißt, wir können jetzt hier rein.
Das dauert aber. Oh, wow. Arschloch. Ich hasse dich. Eins gegen eins hattest du gar keine Chance. Wieso geht dir nichts mehr auf? Oder irgendwie mich das gerade komplett. Hier waren noch so eine Geheimgänge. Man konnte hier von den einen in den anderen rüber. Oder bin ich jetzt total bescheuert? Oh, halt. Ja, wir sind in die ganzen Unterknöpfe, gehen wir später rein. Erstmal möchte ich hier alles aufdecken. Dann haben wir nämlich alle Schlüssel mit einmal. Und dann gleich überall die ganzen Türen öffnen. Immer. Weil die Sache ist ja, hat man das vielleicht schon in der ersten, also im Hauptgame von Hexen gesehen oder gemerkt, dass man quasi immer in eine Untermap muss, da kriegt man ein paar Schlüssel, hat aber Türen, die man noch gar nicht öffnen kann, weil man die Schlüssel dafür nicht hat. Dann kommt man in die nächste Untermap, da findet man dann die Schlüssel, die man in der ersten Untermap gebraucht hätte. Das heißt, man geht wieder zurück zur Hauptmap, geht dann in die andere Untermap wieder zurück, um die Schlüssel dort einsetzen zu können. Und genauso ist es hier halt auch. Das heißt, man würde die Schlüssel immer erst später bekommen. Aber wenn man erstmal die gesamte Hauptmap aufdeckt, also das Ding hier komplett aufdeckt, da hat man unten links ja gleich mit einmal alle Schlüssel und kann damit in den Untermaps dann auch alle Türen gleich öffnen. Deswegen mache ich das immer so. Oh. Da kommt her. Ach, von hinten bin ich mal raufgesprungen. Ja, so war das. Eben. Das heißt, erstmal hier hingehen. Einmal rauf, bam. Und jetzt kann ich hier einmal lang. Und hier schön scheitern. Warum geht das nicht mehr? Hilfe. Ich sterbe. Ist ja auch schon offen. Lol. Okay, so jetzt haben wir hier den Key, das heißt wir können jetzt hier rein. Thank you.
Okay, dann hält man dieser Gang öffnet sich erst, wenn man beide Seiten offen hat bereits. Lol, interessant. Ach hey, warum noch was? Ruby Planet. Warum bekommen wir einen Planet? Verstehe ich nicht. So. Okay, jetzt haben wir nur noch eine Seite, und zwar die hier. Wow. Oh, wir haben nur 24% Leben. Das ist tatsächlich nicht sehr viel. Haben wir irgendwo Leben oder so? Nee, ne? Nee. Haben wir hier noch irgendwo Leben? Ich glaube eher nicht so. Ne. Und hier, was war hier? Hier hatten wir auch keinen mehr. Hier gibt es auch keine Leben. Schade eigentlich. Oh, seht ihr schon, haben sich hier etwas stärkere Monster rein teleportiert. Ah. Und das ist halt das, was ich meinte. Jetzt wollen die auch schwerere Gegner nach. Ich bin dumm. Jetzt muss ich erstmal wieder da rein. Ah! Hier gibt's Lamidizorn. Komm ich denn da rein? Ah! Kann ich mal gucken, ob hier jetzt bei den Treppen auch noch was ist? Jawohl, blaue Flashguns. Yay, yeah, ich kann wieder leben. Hardcore. So, hier waren wir gerade drin. Ich muss also in die andere Richtung. Da rein. Blau. Ne, hier haben wir sie schon mitgenommen. Schade eigentlich. So, das heißt, wir müssen jetzt nach. Ups. Ach, da. Wow, 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 wow. Aua, du also wieder nur 35% Leben. Wollt ihr mich eigentlich verarschen hier oder was? Was stimmt nicht mit euch? Okay, ich bin gleich tot. Kann man schon in der Hauptmap sowas sagen? Das ist traurig. Gucken, ist hier was? Ist was? Ist was passiert? Ich hab's gerade nicht mitbekommen. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ist noch was passiert? Oh nein. Dieser Kackvögel. Noch ein Kackvögel. Ach, die. Ja, ja. Ich weiß wieder, was das hier ist. So unverblümt, Alter. Und jetzt müssen wir hier nämlich diese Dinge aufmachen. Bis ich das zum ersten Mal rausgefunden hatte, hat es ewig gedauert. Da
Deswegen könnte das froh sein, dass ich das jetzt schon weiß. Ansonsten hätte ich nämlich Jahre gebraucht, um das herauszufinden. Wow! Ah klar, hier natürlich auch einer. So, gucken wir mal hier rein. Kannst du mich verarschen? Ja. Dann leck mich halt. Ist kaputt. Oh, das ist aber nett. Einfach rübergesprungen. Ups, einmal runtergefallen bitte. Halt. Oh ja, das ist die geilste Map überhaupt. Oh, ihr werdet diese Map lieben. Ich liebe diese Map jetzt schon. Oh Gott. Albträume werden wach. Einfach direkt. Oh, wow. Wo bin ich denn überhaupt? Achso. Geht doch. So. Okay, das heißt, wir haben jetzt alle Schlüssel und können jetzt quasi überall rein. Damit wäre die Frage, wo gehen wir zuerst rein? Am besten da, wo wir gerade eben waren, weil das ist die schönste Map überhaupt. Ich schwöre euch, ihr werdet sie mindestens genauso lieben wie ich. Das ist einfach so Katastrophe. Oh nee. Na gut. Auf geht's. Tür sind jetzt alle offen. So, das ist gerade. Achso, ja. Alles gut. Gut, würde ich mal sagen. Auf geht's. Hä? Wo denn? Hilfe! Oh, wir haben die ersten Vogel gerufen. Wir sterben gerade, kann das sein? Ja, das, was ihr da hört, sind so eine komischen Adler-ähnlichen Viecher. Und die klingen nicht nur böse, die machen auch böse Damage. Die haben nämlich so was Ähnliches wie Splash-Schaden. Da, radam. Bum, 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 bum. Das heißt, sie explodieren einmal und explodieren dann nochmal nach. Kriege ich nicht. Das ist ein Schalter. Okay. Achso, ja. Hier geht es dann letztendlich dann hin. Gut, ich löse erstmal den Schalter aus, was auch immer der macht. Ah, das Ding. Ach ja, 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 okay. Fuck off.
Boah, nicht festhängen. Ja, wie man sieht, die haben nicht sehr viel Verteidigung, haben aber unglaublich viel Angriffsstärke. Deswegen ist man da als Mage relativ gut bedient, aber als Nahkämpfer hat man da echt kaum Chance. Aua! Kommt jetzt wieder scheiß Magier her? Gut, wir machen jetzt ein bisschen Feuer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, Adler verkloppen.